Hallo Leute und herzlich willkommen zurück aus dem Sim-Studio. Nintendo hat ja vor einigen Tagen Nintendo Labo rausgehauen und da haben die mir auch eine Version geschickt. Und genau das machen wir diese Woche im Real-Life-Video und zwar Nintendo Labo. Ich habe noch einen Gast heute und das ist dieses Mal nicht der Zinus, denn das ist heute der Simon. Yo, was geht ab, Simon? High five. Bam. So, wir packen heute Nintendo Labo aus. Oh, sieht yeah. man mich noch? Kaputt. Scheiße, das ist der Karton kaputt. Du, 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 du. Alter Pappe. So, und hier sind Bastelbögen drin. Ich meine, ihr könnt das schon sehen. Hier haben wir einige Bastelbögen. Ich hole die mal alle raus. Das sind mindestens 2 Bögen. Wie viel sind das denn? 28 Pappbögen. Wir können ausziehen. Wir können uns ein Haus draußen bauen. Okay, was, hast, was hast du da? Gummis und Fäden. Leute, für die Hütung ganz wichtig. Oh, ich liebe es, wenn das was neu riecht, oder? Das ist einfach in deine Nase, Alter. Wir bauen jetzt. Nice. Dieses Teil müssen wir ausschneiden. Und ja, ausdrücken eher. Hat funktioniert, oder? Okay. Drücke vor, um das Video abzuspielen. Den anderen später benötigt. Kannst du mal da drunter legen oder so. Und schon haben wir ein Teil. Wir haben alles freigeschaltet. Was sollen wir? Das Auto bauen, die Angelrute bauen, Haus bauen. Wir bauen zuerst das Auto, Leute. Bauen wir das Toy-Con Auto. Alles gleich sind dabei. Die Antenne nicht hochgemacht. Wie soll er denn da ein Signal finden? Das ist geil. Weißt du, was auch cool ist? Stell mal hin. Der kann sogar Sachen followen. Das ist geil. So, das nächste wird gebaut, Leute. Nach dem Rennauto möchte ich jetzt was bauen, was mir persönlich viel Spaß macht im echten Leben. Und zwar Motorradfahren. Und wir bauen nicht Motorradfahren, wir bauen ein Motorrad. Ich muss einfach sagen, die Musik macht einfach richtig Spaß dabei zu bauen. So. Ne, die macht, die ist geil. Wir müssen auch einfach durchgehend schön designt hier, diese Platten. Ja. Vor allen Dingen sieht man das da? Nee. Doch, man sieht's wohl. Leute, ich muss euch eine ganz kleine Kleinigkeit zeigen. Und zwar, seht ihr das da? Da ist ein kleines Auto. Und das ist auf jedem Teil. Ist immer so eine Kleinigkeit eingebaut. 5 Sekunden später. Das wackelt gar nichts. Wie geil. Alter, wie kann man aus Pappe sowas bauen? Jetzt hat man hier so ein... Genau so würde ich das Teil auch nennen. Wir haben jetzt so ein... Boah, das ist schon ganz schön schwer. Das ist Pappe. Ja, aber weißt du, wie viel Pappe? Vielleicht auch 3. Ja. Wir haben ja unsere Kontrolle auch, guck mal. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Alles richtig gemacht. Alter, schon mega das Geschoss hier. Was ist los? Okay, nächstes wird gebaut. Oh, ich krieg gerade einen Anruf. Hallo? Ja, wir bauen gerade Nintendo Labo zusammen. Was? Ihr sollt auf diesem Kanal abonnieren? So, jetzt bauen wir das zusammen. Und dafür muss ich die mal ganz kurz entfernen. So. Rennstrecke spielen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Motor starten. Das ist ja übel gut. Hupe. Ja. Wie geil das Neigen aber auch. Und den Lenker drehen. Das ist beides. Hä? Das ist ja mega geil. Ja. Motor starten. Und jetzt Gas geben dabei. Ah. Simon ist nicht so der Profi. Ah, nice. Und in die Kurve. Ja, Mann. Und. Sieger! Ja, Leute, ich würde sagen, das war's aber mit der Nintendo Labo-Erfahrung für heute. Wir haben einiges gebaut. Vor allem das Motorrad hat echt Spaß gemacht. Kannst du mal ein bisschen leiser machen, drüben. Ich dachte, das ist cool, aber ich dachte nicht, dass mir das so viel Spaß macht. Jetzt mal ohne Witz. Erde an Patrick. Erde an Patrick.
Ja, Leute, das war's mit Nintendo Labo für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, dass wir weiter Labo zusammenbauen, der Simon und ich, wir haben ja noch einiges hier. Den Roboter zum Beispiel können wir zusammenbauen, das Klavier können wir zusammenbauen und dann einen eigenen Song machen. Je nachdem, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir als nächstes basteln sollen. Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.